Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt das Ford Cargo Truck Pack an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von dem Modern Farm Central Soul, gibt es aktuell nur für PC. Und Mac findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und dann habt ihr eine eigene Kategorie Farm Central Soul. Ja, in diesem Pack enthalten sind Ford-LKWs, Transport-LKWs. Wir haben einen stinknormalen Sattel-LKW und dann viele Container- bzw. Brücken-LKWs in dem Falle. Aber ihr seht, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 LKWs insgesamt mit dabei. Da habt ihr die Qual der Wahl. Aber wie gesagt, die restlichen 4 LKWs sind eher halt Containeraufbauten und Co. Deswegen. Preis sind wir von 172.000 bis insgesamt 200.000. 92.000 überall mit dabei. Die Leistung ändert sich geringfügig mit dazu. Ansonsten sind die alle vom Aufbau relativ ähnlich. Deswegen schauen wir das Ganze auch in dem Falle nur grob mit an. So, drücken wir einmal hier auf den ersten drauf, und zwar den Ford Cargo 19er Series. Der ist nämlich mit Sattelplatte ausgestattet und dafür für die meisten, denke ich mal, am interessantesten. Wir haben 310 PS standardgemäß an Leistung, 890 Liter Diesel, 95 Liter Blue, 80 km Max Speed für 173.800 in der Anschaffung, 8.663 im Leasing. Ihr habt eine ganze Menge Auswahl, was die Farben angeht. Ihr könnt die Felgenfarbe ändern, sollte klar sein. Ihr könnt die Hauptfarbe ändern, sollte soweit auch klar sein. Ihr könnt den Grind Color hier ändern. Ja, drücken wir einmal drauf. Ich färbe das mal hier so ein. Das seht ihr das hier vorne. Im Endeffekt, den könnt ihr mit anpassen. Dann haben wir den Mod Guard. Je nachdem, wenn wir das Ganze hier machen, haben wir hier hinten halt nicht die Schutzdinger. Und dann haben wir noch die Second Color. Die färben wir hier mal mit ein. Das sind dann die Spiegel und hier vorne zu den Lichtern. Ihr könnt das also komplett einfärben, wie ihr das Ganze wollt. Ansonsten haben wir noch mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Antenne, Dumper, Slout Design, also im Endeffekt hinten Schmutzfänger, Motorausführung und Achsenkonfiguration steht euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Config-Blöcke zur Verfügung. Standardgemäß haben wir Lizard mit Standardbereifung. Danach gibt es noch Maxion, auch noch nie gehört. Da gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten, wie ihr seht. Das kostet aber dementsprechend auch Geld. Dann haben wir unten Alcoa, wenn man es so ausspricht, ne, auch noch nie gehört, diesen Hersteller. Na, auch da habt ihr die Auswahl zwischen mehreren Config-Blöcken hier zur Auswahl und dann wiederum Lizard. Ihr seht aber, die Doppelbereifung hier hinten habt ihr immer. Dann habt ihr Radioantenne, da gibt es einmal Nein, dann Left, dann Right oder halt Left und Right. Sieht ein bisschen eigenartig aus, aber okay. Dann haben wir hier den Dumper, da gibt es Low und dann gibt es High, wie ihr das Ganze hier seht. Da ändert sich das Ganze auch. Dann haben wir einmal hinten die Schmutzfänger, entweder kurz oder halt lang. Ne? Dann haben wir die Ausführung Cargo 1931 und 1933, heißt dann 310 oder 330 PS. Und ihr habt noch die Achsausführung 4x2 oder 6x2. Ja, soweit so klar, geht dann hinten halt mehr dran. Das zum Thema Sattelauflieger. Dann gibt es wie gesagt hier noch die ganzen anderen, die halt alle über Container laufen. Also sprich der Cargo 24, der Cargo 3031, 8x2, den 26er und den 31er. Wenn wir uns das Ganze hier grob anschauen, für die Container, sprich Cargos, braucht ihr dann wiederum separate Mods, das ist klar. Aber hier könnt ihr noch umstellen zwischen 6x2 und 8x2, dann noch in mehreren Ausführungen. Reifenhersteller sind die gleichen, ihr habt noch Wheel Accessoires mit dazu, zum Beispiel so ein Reifendrucksystem, ist allerdings nur optisch. Ihr habt wieder die Radioantennen, hier könnt ihr zum Beispiel noch einen Auspuff abändern, ihr könnt auch wieder Damper hoch runter wählen. Dann könnt ihr hier noch an der Seite noch ein paar, nennt man das, Schutz mit dran bauen. Ne, ihr habt dann hier noch die Möglichkeit, das Niveau ein bisschen hinten zu erhöhen. Ihr seht das Ganze hier, dass das dann halt so aussieht. Ihr könnt die Motorausführung wiederum ändern in mehreren Möglichkeiten. 230 ist hier Standard, geht dann hier auf 310 hoch. Ne, das Ganze ist dann bei den anderen nichts anderes. Ne? Mal habt ihr mehr, mal habt ihr weniger Auswahl. Ansonsten unterscheiden die sich jetzt nur geringfügig und wie gesagt, für die meisten glaube ich auch nicht von Relevanz deswegen. So, schauen wir uns dann also mal hier den ersten an. Wir haben hier, wie gesagt, die Lizard-Bereifung. Das sind die stinknormale Straßenbereifung. In dem Fall, es sieht auch so aus. Wir haben hier hinten, wie gesagt, Doppel-Zwillingsbereifung. Ne, das könnt ihr in dem Fall auch nicht abwählen. Wir haben hier einmal den Auspuff. Und so habe ich noch hier Dings mit dazu. Aha. So, machen wir das Ganze aus. Wir haben vorne das Ford-Logo.
nochmal ein Fortleuchten, hier brasilianisches Kennzeichen mit dazu und dann sieht man auch so ungefähr, wo das Ganze herkommt. Es gibt ja Ford-LKWs, die fahren auch teilweise in Deutschland rum, sieht man aber selten. Na, dann haben wir hier auf der gegenüberliegenden Seite nochmal 1933 4x2 mit drin. Ihr seht hier bei den Texturen, sieht man teilweise ein paar Fragmente mit drin, also das soll so sein, ja, aber man, es fällt halt trotz all dem auf. Die Beschriftung der Lizard-Reifen, ne, ist halt so, wie es halt ist, ne? Wie es halt vorgegeben ist. Die Tanks, hinten im Heckbereich, dann Bremslichter, Blinker, hier nochmal ein Kennzeichen, FCS 2K20, ne? Den Schutzlappen mal hier komplett rübergezogen, also die große Variante genommen, dann hier einmal die Sattelplatte, hier noch Anschlüsse für dynamische Kabel und Schläuche, ihr seht aber halt hier auch schon eine gewisse Unschärfe halt mit dabei, aber ja. Dann haben wir den Innenbereich. Wir sitzen mit der Kamera relativ weit vorne, wie ihr seht. Das sieht nämlich einmal so aus. Dann müssen wir schon ein bisschen runterschauen. Dafür kommen wir mal näher an die Armaturen dran. Ihr seht, das Ganze ist halt noch auf analoger Basis gesehen. Ne? Dann haben wir hier noch einen Schalter sogar, wenn ich das richtig hier interpretiere. Dann hinten kein Bett in dem Fall drin. Die Texturen sehen allerdings schrecklich aus. Ne? Also, da habe ich mir gedacht, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Das sieht echt nicht schön aus. Ne? Und ansonsten wenig Details, abseits der Armaturen, wie man das hier so sieht. Und die Kamera ist halt a little bit zu nah, also ne? Also selbst wenn ich jetzt hier das Ganze einmal resette, dass ihr seht, dass ich hier keinen anderen FOV-Winkel mit drin habe, ne? Also FOV-Winkel, das ist halt wirklich so nah, das muss man mögen, auch im Außenbereich ist die Kamera eine andere, da müsst ihr damit klarkommen, ne? Oder ich sag, müsst ihr mögen, ich sag's mal eher so. Also texturentechnisch, ja, geht, aber gerade im Innenbereich könnte man noch deutlich mehr machen. Nur würde ich mal sagen, hören wir uns mal den Sound an. Ja, kann man relativ einfach handhaben mit dem Sound. Hört sich jetzt an sich nicht verkehrt an. Ist in meinen Augen aber auch ein LS19 Standard-Sound. Aber gut, ist in Ordnung. Why not, why not? Werden wir damit, wenn wir mehr dazu sagen können, schreibe ich es wie immer halt mit in die Bewertung mit rein. Klassischer Fall. So, kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Da fangen wir gleich mal beim Rückwärtsfahren an, denn wir haben beim Rückwärtsfahren hier einen Warnsound. Der geht aber noch weiter. Und geht dann auch noch weiter. Und weiter. Und weiter. Ja, also da haben wir auf jeden Fall das Potpourri der Warnsounds mit dabei. Aber okay. Wir sehen einmal hier, wir haben die eine Hand am Lenkrad, die andere Hand hier am Schalter. Der Schalter ist in dem Falle auch mit animiert, was sehr schön ist. Wenn wir einmal hier unten mehr oder weniger gucken, ihr seht, die Pedalen sind soweit auch animiert. Ihr seht aber auch hier, man kann da teilweise nach draußen gucken. Ne, also das ist halt nicht momentan noch nicht so optimal mitgelöst. Allerdings, was die Beinchen angeht, ich kann es nicht so richtig erkennen. Also ihr seht, prinzipiell bewegen sie sich nicht. Ne? Aber die Pedalen sind mit animiert. Dann haben wir vorne die Armaturen. Da haben wir das Ganze einmal auf digitaler Basis. Das haut soweit auch hin. Ihr seht das hier unten mit dem Lenkrad so ein bisschen hier, ne? Und auch die Anzeigen selber sind soweit mit dem LS-Tacho fast synchron. Wir sehen es hier ungefähr bei 20. Wir sehen mal bei 24, 25. Das kommt so ungefähr mit hin. Spiegel sind soweit auch da. Funktionieren soweit auch ohne Probleme. Wenn ich jetzt hier Blinker anmache, seht ihr hier drinnen, das funktioniert soweit auch. Links, rechts, Warnblinker. Gehen wir einmal hier in die Nacht rein. Dann sehen wir, wir haben eine prinzipielle Beleuchtung mit dabei. Wir haben aber hier noch Anzeigen für Fahrtlicht und Ablendlicht mit dazu, separat. Das halt also soweit auch alles erstmal hin. Blinker sind im Außenbereich auch mit vorhanden. Reflektieren in dem Fall auch und umleuchten haben wir keine. Ansonsten halt Fahrtlicht und Aufblendlicht. Könnt ihr separat mit Numpad 6 aktivieren, deaktivieren. Numpad 5 hat in dem Falle keine Funktion. Die Hupe, ja, kennt man soweit auch schon mal. So, dann können wir mit der Maus noch einiges machen. Linke Maustaste gedrückt halten. Nach links und rechts könnt ihr ja den linken Spiegel vom Winkel her einstellen. Das ist eine recht nette Geschichte. Rechte Maustaste nach links und rechts könnt ihr das Ganze auch mit dem rechten Spiegel machen. Ja, linke Maustaste gedrückt halten. Nach oben und unten könnt ihr euren Fahrersitz hier ein bisschen einstellen. Sieht man im Außenbereich ein bisschen besser. Ja, ein bisschen weiter hoch, ein bisschen weiter runter.
Und Rechnemaustaste gedrückt halten, hoch und runter, könnt ihr dann hier nochmal den Sitz ein bisschen weiter vor oder ein bisschen weiter zurücknehmen. Ändert allerdings an der Kameraperspektive nicht wirklich was. Ne, ihr sitzt aber hier nochmal im Außenbereich. Ne, das könnt ihr damit also auch steuern. 83 km/h maximale Geschwindigkeit, 80 ist ja angegeben, plus die 3 km/h, die vom LS immer separat mit dazukommen. Die erreicht er auch, braucht eine gewisse Zeit dafür, ist aber soweit angenehm. Wie gesagt, mit der Kameraperspektive, das müsst ihr halt wirklich mögen. Die sitzt halt anders, als wie man das sonst so gewohnt ist. Aber ansonsten lässt sich der LKW soweit eigentlich ohne Probleme mit steuern. Außer man setzt ihn gerade mal hier zwischen die Bäume mit rein. Aber dadurch, dass die Kamera relativ weit vorne ist, könnte das vielleicht bei den einen oder anderen ein bisschen für Verwirrung sorgen. Da müsst ihr halt sehen oder wissen, ob das das Richtige ist oder ob ihr die Kamera selber nochmal mit abändert. Aber auf die Höchstgeschwindigkeit kommen wir. Dauert halt durchaus aber seine Zeit, muss man mit dazu sagen. Na, ihr seht jetzt hier sind wir bei 66, 67, 69, jetzt hier sind wir bei 75. Ne? Also drauf kommen wir. Funktioniert soweit auch. Ne? Bordsteinkanten, zack, zack. Ne? Mag auch manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, müsst ihr ein bisschen langsamer machen. In dem Falle probieren wir jetzt mal hier einen kleineren Sattel mit aus. Dann nehmen wir den hier. Eigenbremsung ist teilweise mit da, aber auch ein bisschen niedriger. Also müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr da abbremst oder nicht abbremst, je nachdem. So, ihr seht schon mal, Anschlüsse haben wir hier. Dynamische Kabelschläuche hat der Trailer in dem Fall nicht, sollten aber soweit funktionieren. Da seht ihr das Ganze auch, wir können damit fahren und das Ganze soweit auch nutzen, auch mit der vergrößerten Variante. Und bei den Containern, wie gesagt, da braucht ihr halt die separaten Mods dafür, ATC Container Pack beispielsweise. Das sollte soweit auch ohne Probleme mit funktionieren. So, bleibt am Ende des Tages nur noch der Lok übrig. Der ist nicht so hundertprozentig sauber, leider Gottes. Ihr seht hier Lua-Call-Stacks mit drin, die hiermit ausgelöst werden, inklusive ein paar Warnings. Ne, also, da müsste man definitiv nochmal ran. Normalerweise, wohl bemerkt, macht der hier, deswegen habe ich den auch ausgewählt, weniger Probleme. Die anderen machen mehr Probleme. Ne, aber das müsst ihr da wirklich abwägen. Weil wenn ich den jetzt hier kaufe und da ein bisschen was hin und her mache, left, right, right, left in dem Falle hier, ne, ihr seht, prinzipiell macht erstmal nichts, ne, wenn man das jetzt bei den anderen hier durchgeht, die wir jetzt noch ausgewählt haben, haben wir hier eine Physik Warning mit drin, kommt hier die Physik Warning, also die ist standardgemäß bei den LKWs per se halt mit drin und der hinterste, der haut diese Lua Call Stacks raus, also dieser 31er in dem Falle, den würde ich euch halt nicht empfehlen, die restlichen sind bis auf eine Warning soweit in Ordnung. Beziehungsweise der hier vorne, der macht halt gar nichts. Ne? Also ein durchmischtes Pack. Werden wir aber auch eine Bewertung so dementsprechend mit reinschreiben. Ja, prinzipiell Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.